herzliches Grüß Gott Ihnen alle, Ihnen Gemeinderäte, Gemeinderätinnen. Seit 4 Jahren ist Thomas Müller City Manager in Mühlacker. Am Dienstagabend führte er den Gemeinderat über die Bahnhofstraße. Unser City Manager, der Herr Müller, möchte seine Arbeit präsentieren, was sich während seiner Tätigkeit als City Manager alles verändert hat, in der Bahnhofstraße insbesondere, und will natürlich auch berichten, was er geplant hat für das kommende Jahr zur Gartenschau. Steht es in unmittelbarem Zusammenhang mit jetzt anstehenden Entscheidungen im Gemeinderat? Nein, es stehen keine Entscheidungen an, es ist nur ein Zwischenbericht vom Herrn Müller. Ich denke, wir stehen jetzt hier an einem Punkt, wo auch für die Zukunft nächstes Jahr sehr wichtig sein wird. Hier werden die Gäste ankommen, die mit der Bahn, mit dem Bus vielleicht auch einreisen zur Gartenschau. Insofern wird sich uns hier oder zeigt sich uns hier der Eingangsbereich, das Eingangsportal. Und ich denke mal, da haben wir gemeinsam, bin ich mir einfach sicher, auch noch ein bisschen was zu tun. Dass sich im Bereich obere Bahnhofstraße bereits einiges getan hat, belegte der City Manager anhand positiver Beispiele. Beim weiteren Marsch Richtung mittlere Bahnhofstraße zeigten sich vor allem 2 Problembereiche. Die Geschäfte sind hier nur auf einer Straßenseite angesiedelt und es gilt, leerstehende Geschäftsräume neu zu besetzen. Der Herr Weixler möchte aufhören oder wird aufhören. Hier ist nach 2 Jahren die Firma Kenstore wieder rausgegangen. Ein lachendes, ein weinendes Auge. Die eröffnen unten in dem Objekt neben der Bäckerei Heidinger ihr neues Geschäft. Auch da die Aussage der Inhaberin, hin zur Frequenz, hin wo was passiert, auch ein bisschen reduziert im Angebot, nicht die große Fläche. Und nebendran mit der Frau Steinke sitze ich am morgigen Tag zusammen, weil relativ kurzfristig ihr Mieter, die Firma OptiPair, das Ladenlokal verlassen hat. Was mich freut, der Herr Berger, er hat sich vergrößert. Er ist da unten vom kleinen Laden, hat sich vergrößert, hat ein Fotostudio noch aufgemacht, hat das Thema Service gespielt. Für mich ist das natürlich ein klares Bekenntnis zu diesem Standort Mühlacker. Und das sind Dinge, die einen natürlich auch freuen. Ja? Trotz positiver Beispiele in Sachen ansprechende Ladengestaltung, wie hier im Bereich rund um die Drehscheibe, verschwieg der City Manager nicht, dass bei einigen Immobilien noch Handlungsbedarf besteht, was eine repräsentative Fassadengestaltung betrifft, die an anderen Gebäuden bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Jetzt sind wir natürlich in dem Bereich, wo am meisten los ist. Die mittlere Bahnhofstraße ist natürlich der frequentierteste Bereich. Und das Schöne, und das, ich habe es vorhin noch mal erwähnt, es sind jetzt alle Objekte hier, natürlich die strahlen jetzt auch, die haben jetzt neue helle Farben bekommen. Das ist ein ganz tolles Zeichen auch wiederum für unseren Standort. Seinen Abschluss fand der Bummel durch die Bahnhofstraße an der sogenannten Citybox, dem Büro von City Manager Thomas Müller, der am Dienstagabend den Gemeinderäten den Status quo der Bahnhofstraße präsentierte. Wir haben jetzt mal gesehen, was der Herr Müller so alles macht. Ja, überzeugend. Das meiste hat man ja schon, weiß man ja, wenn man sich in der Stadt aufhält und bewegt. Aber einige Gesichtspunkte, zu denen die leere Läden und wie die neue Vermietung anstehen, das war schon interessant. Also ich finde, wir können schon stolz sein, dass wir immer wieder neue Geschäfte aktivieren und dass immer mal, wenn ein Leerstand ist, doch irgendwann mal wieder was reinkommt. Es ist ganz gut, wenn es mal vorgestellt wird, dass man auch sieht, was Neues passiert ist, obwohl man sich jeden Tag im Mühlacker bewegt. Aber wenn es erklärt wird, denkt man das eine oder das andere, sieht man mit anderen Augen an. Wir haben Mühlacker so erlebt und gesehen, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, und ich finde es toll. Es hat sich schon etwas gebessert, aber es muss noch einiges getan werden in der Bahnhofstraße. Die Bahnhofstraße ist besser als ihr Ruf, kann man sagen. Dass wir natürlich noch viel zu verbessern haben, ist offensichtlich, und ich denke, wir versuchen unser Bestes.